Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir die Zeit damit verbracht, den Boss, den Endboss von dem Makoreaktor 5 so krass zu schwächen, wie es eben nur geht. Und ob das jetzt irgendwie einen Unterschied gemacht hat, ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, wir werden jetzt erstmal gegen ihn kämpfen. Und ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, tja, das werden wir sehen. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Auf geht's. Also dann, die Brücke des Horrors. Diese Brücke hat mir in meiner Kindheit Albträume beschafft. Hm? Seht doch! Oh, das ist doch Direktor Shinra. Ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Das ist ein fucking Hologramm, Junge. Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen, welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung. Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch dämliche Ratten! Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt, bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann mal so frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack. So, die Vorstellung hat begonnen. Das heißt, jetzt haben wir 25 Minuten Zeit für diesen Kampf. Oh Gott, das wird ein langer Kampf. Oh. Hier ist doch gar kein Platz. Die Feinde mit Gas erwünscht. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Niemals. Ich hasse sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud! Träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Hier ist gar kein Platz zum Kämpfen. Cloud, alles klar? Ja. Und bei euch? Alles im grünen Bereich. Das Volk soll euch greifen, verbrechen. Kann ich mich nur bewegen, Cloud? Ja. Der Blechklotz wird sich nach oben gucken. Ich kann mich nicht bewegen. Au, das war der Airbuster, ja. Dreckschwein.
So. Analy... Wer hatte die Analyse jetzt nochmal? Tiefer? Jetzt werden wir Zeugen von Schindlers technischer Überlegenheit. Was für ein Dreck. Alter, ich komm gar nicht an ihn ran. Willst du mich verarschen? Alles im Griff. Okay, warte. Oh nein, ich habe meine Analyse nicht drin. Oh, scheiße. Bin bereit. Oh. Je effektvoller die Show, desto größer die Wirkung auf das Volk. Na gut, die anderen lenken ihn ab. Bin bereit. Warte, was hast du überhaupt für... Er hat nicht mal Gliedmaßen. Was ist denn das für ein Kampf, bitte? Ich komme ja nicht mal an ihn ran. Aber ich denke mal, Blitz ist gut gegen ihn. Stromschlag. Schwäche, ja. Ihr habt es verdient zu leiden. Was für ein Drecksack ist denn das? Okay. Verdammt. Alles klar, gut. Ich warte auf mein Limit und ich sitze hier und verteidige. Ich habe 20 Minuten Zeit. Oh, hallo. Ach, von vorne ist er schwächer als von hinten? Achso. Ja gut, das wusste ich nicht. Schockanfällig. Ja, dann ist klar. Ernsthaft. Leute, schockt ihn. Setzt eure Fähigkeiten ein. Sehr schön. Jetzt will ich mitkämpfen. So weit, so gut. Nimm das. Ja, zu spät. Schade. Ich wollte zurück. Das war der Finger. So. Ich setze Impulshieb ein. Und Tifa, mach mal einen Festkampf. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Aber ich find's gut, dass er da wenigstens stehen bleibt. Oh? Jetzt könnte er Buster zeigen, was er wirklich kann. Bitte? Aufladung initiiert. Gleich gibt es keine Kommen mehr. Okay, das sind einfach nur Kameras. Na gut. Hochspannung! Ja, wir sollten weg, ja. Verdammt, knallt das rein! Hätte schief gehen können. Was macht er denn? Ach so. Wir müssen gezielt vorgehen. Na gut. Machen wir ein bisschen anfällig hier. Stromschlag. So. Dann machst du auch mal. Die Kanone. Nichts wie weg hier. Okay. Sorry, Barrett. Nur noch 18 Minuten. Ah. Okay, Tifa. Auch Blitz für dich. Oh Gott, der macht wieder die Kanone. Nein! Macht sie unschädlich! So knapp! Was bist du denn für ein Händchen? Ist einfach mal so ein Händchen. Hä? Au, au, au! WTF? Blitz und Donner! So. Gewitter! Wie schmeckt dir das? Dann kümmern wir uns zuerst um das Händchen hier. Los geht's. Au, 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 au. Verdammt. Das war nicht gut.
Oh, die Beschwörung ist da. Und Limit. Und leider bin ich tot. Ich hatte alles. Bring mir den Spieß um. Überlass das mir. Jetzt hab ich hier das Sagen. Es geht los. Mich haut das nicht um. Okay. Limit. Kreuzschlag. Gegen die linke Hand. Das war's dann. Beschwörung, wieso geht Beschwörung nicht? Ach so, wir haben beide die Beschwörung, aber wir haben keine ATB. Ich verstehe. Wurde schon ungeduldig. Jetzt erst recht. Au! Ist klar, Junge. Er will mich wieder packen, glaube ich. Oh ne. Zwecklos. Ey, okay, den muss man ausweichen. Scheiße. Ah. Kannst du mir mal einen Supertrank geben, solange ich nicht tot bin? Was? Oh, er hat mich trotzdem getötet. Nicht, dass ich dir hochhelfe. Oh Gott, was ist denn... Okay. Das ist echt kacke gerade. Alleine schaffe ich das nicht. Netter Versuch. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Immer wieder die gleiche. Ah. Super Trank für Cloud. Nicht aufgeben. Und wir beschwören jetzt erstmal. Ifrit. Auf geht's. Dein Einsatz. Ich dachte, wir mich jetzt packen. Oh, Barret ist tot. Nein! Oh. Mann! Wie nervig! Ich leg los! Ich sag geschockt, ja! So. Limit. Salto. Gegen die linke Hand. Hä? Wie, die geht nicht kaputt? Okay. Esper-Fähigkeit. Achso. Gegenstände. Phönixfeder für Barret. So, Fähigkeit. Nein, Magie. Blitz. Ah, oh, okay. Vielleicht auch nicht. Ich muss ganz kurz, kleine Menge TP. Na, gucken, wie viel klein ist. Besser vorsichtig. Oh, immerhin. Dein Einsatz. Na gut, ich versuch. Ich übernehme. So. Dann setzen wir Magie ein. Blitz. Nein, Gegenstand. Supertrank. Für Barret. Bitteschön. Und dann gucken wir gleich mal nach der Esper-Fähigkeit. Achso, jetzt ist es zu spät. Aber gutes Timing. Bin dir was schuldig. Barret hat auch gleich sein Limit. Nein, oh Gott, er trifft mich. Ah! Du kannst Magie einsetzen. Nicht aufgeben. Auf die Trail! Flammenwerfer? Ja.
Weg, 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 weg. Okay, Barrett. Nimm einfach einen Heiltrank. Versuch's! So. Ich setze Chakra ein. Und weiter. So, tiefer. Magie, Vita. Auf dich selber. Nein, ich wollte gerade weg. Stattdessen habe ich irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ah, ich habe Feuer gemacht. Scheiße. Was hat er? Achso, jetzt geht's los. Also es wäre schön, Barrett, wenn du langsam dein Limit bekommst. Das wäre echt Knorke. Blitz und Donner! Stromschlag? Ach, ich. Ah, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Hä? Der Airbuster geht jetzt über in die letzte Phase. Oh. Blickt euer Tod ins Angesicht. Hä? Läuft aus der Luft an. Jetzt bist du am Zug, Barrett. Kein Problem. Gebt mir einfach etwas Rückendeckung. Ist das alles? Okay. Right. Oh, oh, das sind die Bomben. Aber jetzt ist es einfach nur noch ausweichen. Ab und zu feuere ich einfach. Da! Hier konnte man das auswählen. Blitz und Donner! Aha! Jetzt habe ich's. Okay, Barrett. Auf geht's. Jetzt! Stürzt euch auf ihn! Okay. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Tifa, Magie. Du hast nur Blitz, ne? Da! Guck mal, Vita! Ich hätte schon längst ein besseres Vita machen können, ey. Ich bin an deiner Seite. Und tschüss. Nein, ich muss weg. Oh. Ernsthaft? Der Sack. Ah. Überlass das mir. Oh, Cloud hat sein Limit. Oh, okay. Ich kann nicht mehr. Okay. Limit! Irgendwelche letzten Worte? Barrett! Achso, er kann gerade sein Limit nicht machen, weil ich schon mein Limit mache. Aber sein Limit ist doch gar nicht bereit. Aber was kannst du eigentlich, Barrett? So, Barrett. Schockschuss bitte. Au! Oh, Tifa ist tot. Jetzt bin ich keine Gnade mehr. Ich werde euch erbarmungslos zerquetschen. Tut mir leid. Kommen wir nun zum Höhepunkt. Die Aufgabe. Oh, es war knapp, Tifa. Bitte was? Ich dachte, du hättest mehr drauf. Was war denn das jetzt? Gigabombe verursacht 500 Punkte physischen Schaden bei Gegnern im Wirkungsbereich. Oh, senkt die TP von Gegnern im Wirkungsbereich um 25%, wirkt nicht bei sehr starken Gegnern. Oh, oh, oh. Ich jetzt verstehe ich das. Guck mal hier. Zeit für ein Limit! Hier kommt der Retter des Planeten! Das feurige Finale ist nicht mehr weit. Ihr werdet zusammen mit dem Reaktor untergehen. So, Zeit für eine Phönixfeder. Ihr Cloud. Au. Oh, jetzt bin ich blockiert. Wie? Ich konnte Cloud nicht heilen. Ah, oh, das gibt. Dieser Bastard. Ich hasse ihn. Ich habe eine Phönixfeder verschwendet. Geht es wieder? Ich mach's wieder gut.
hier nicht verlieren. Nein. Mein Limit. Limit. Ist mir egal, wenn ich kein Leben habe. Ich mach Limit. Oh. Na gut, das Verlass dich auf mich. War irgendwo klar. Nein, 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 nicht auf mich. Schwach. Ja. Nachlässig. Scheiße. Leute, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Würdet ihr wieder aufstehen? Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Alles klar. Hier bin ich ein bisschen geschützt. Phönixfeder Cloud. Alleine schaffe ich das nicht. So, Gegenstand, Megatrank, Cloud. Das tut weh. Lasst mich mal machen. Ja, danke, Barrett. Auf die 12. Ey, ich mach das schon, ich mach das schon. Und jetzt knallt. So. Scheiße. Oh, ich habe kaum noch Leben. Nehmen wir noch einen Megatrank für mich. So, weiter geht's. Au. Ich kann mich nicht. Geil. Der kriegt eine Tracht Prügel. Verdammt. Was kann dir geschehen? Okay, jetzt geht's los, du kleines, dreckiges Würstchen. Also bist du am Arsch. Ich habe noch 10 Minuten. Liebe Freunde, es tut mir ja wirklich leid, aber so langsam müssen wir Abschied nehmen. Seid versichert, dass die Aufzeichnung eurer Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Wir gleich schon wieder am Limit, ey. Nein, nein, nein. Greif mir zusammen, Mann. Nein. Ich bin bereit. Den jag ich in die Luft. Oh. So. Oh, das war ein Fehler, mein Freund. Kriegst du mein Limit? Kleine Show, fällig. Nicht gut. Jetzt oder nie. Na komm, mach die kaputt. Nur 30 Sekunden will ich. Ich will ihn unter 10 Minuten kaputt sehen. Los, alles, rein da! Ja! Oh. Was für ein Kampf. Ein Albtraum, Alter. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Kümmere dich um Tifa. Danke. Für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Klaus! Du! Weg hier! Wer hätte gedacht? Ich habe ihn natürlich platt gemacht. Als ob da so ein kleiner Blechhaufen gegen mich eine Chance hätte. Das war aber schon verdammt knapp. Naja, er ist durch und wir sind ins Nichts gefallen. Wie wir das überleben, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken. Ciao.